Ein riesiges Waffenlager und das mitten in einer Luxusgegend in Los Angeles. Auch für die Polizei ist ein Fund in dieser Dimension mehr als überraschend. Ein Waffenarsenal mit mehr als 1000 Gewehren und einer großen Menge an Munition. Die Munition war in mehreren Räumen gestapelt, die Waffen lagen auf dem Boden und einige waren in den Räumen versteckt. Sie lagen überall auf Kisten, in Waschbecken. Die Polizei und die Waffenbehörde hatten einen Tipp bekommen, jemand soll in dem Haus illegal Waffen verkaufen. Daraufhin startet eine Razzia. Diese Waffen sind von allen Marken, Modellen und Kalibern. Einige sind aus der Zeit des Bürgerkriegs. Die Villa, wert 7 Millionen Dollar, liegt in der Nobelgegend Home Bay Hills. Hollywood-Stars sind hier zu Hause. Auch die Nachbarn hatten von den Waffen keine Ahnung. Du weißt nie, was sich hinter den Türen abspielt. Das sind sehr viele Waffen. Über 15 Stunden brauchen die 30 Polizisten, um alle Waffen aus dem Haus zu schaffen. Sogar ein Transporter muss anrücken. Festgenommen wird der 57-jährige Gerard Sands. Das Haus gehört aber nicht ihm, sondern einer Ex-Geliebten eines amerikanischen Milliardärs. Sands wurde erstmal auf Kaution wieder freigelassen. Nun muss geklärt werden, wer für die illegalen Geschäfte verantwortlich ist.